In diesem Video werden wir uns einmal einen Vertrag von der kontinentalen Versicherung angucken, und zwar den Tarif Kontinentale Easy Rente Invest. Wir wollen uns mal genauer angucken, wie das Ganze aufgebaut ist. Und wenn du so einen Vertrag hast, abgeschlossen hast oder vielleicht auch gerade als Angebot vorliegen hast, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende angucken. Mein Name ist David Tappe und seit über 11 Jahren bin ich Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Als ursprünglich traditioneller Versicherungsmakler habe ich erfahren, wie viele Verträge unterm Strich sich überhaupt nicht rechnen. Und mit diesem Video möchten wir wieder einmal über einen Vertrag anhand eines Beispiels aufklären, sodass du für dich bessere Entscheidungen treffen kannst, ob das Ganze zu dir passt oder eben nicht. Wir werden tief in die Finanzmathematik dieses konkreten Vertrages eintauchen. Wenn dich das Ganze im Detail nicht interessiert und du lieber direkt zum Ergebnis kommen möchtest, werde ich dir unten in der Beschreibung die Stelle verlinken, wo du draufklicken kannst und direkt zum Fazit unseres heutigen Videos kommen kannst. Wir können in diesem Video dir natürlich nur ein Beispiel an die Hand geben. Je nachdem, wie viel Geld du in deine Altersvorsorge einzahlst, in deinen Vertrag bei der Kontinentale in dem Fall, und je nachdem, wie lange die Laufzeit ist, können die Werte bei dir und werden die Werte bei dir abweichen. Aber die grobe Grundstruktur vom Aufbau des Vertrages sollte dir aus diesem Video auf jeden Fall deutlich werden. Wenn du möchtest, dass wir deine Zahlen ganz konkret für dich auch ermitteln, dann geh einfach auf www.tappeconsulting.de und dann kannst du gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen, damit wir dir deine Zahlen ganz konkret in deinem Fall ermitteln. Wir haben jetzt hier den Vertrag, der natürlich eine Altersvorsorge ist. Es geht hierbei um die Rentenversicherung Easy Rente Invest, die erstmal das grundsätzliche Ziel hat, dass hier jemand für seine Altersvorsorge was tun möchte, für seine Rentenversicherung. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dass auf jeden Fall in so einem Vertrag, generell wenn es um Altersvorsorge geht, es so aufgebaut ist, dass Rendite bei dir in deinem Vertrag auch wirklich ankommt. Das heißt, du musst gucken, dass der Vertrag so aufgebaut ist, dass er erstmal eine hohe zu erwartende Rendite hat und Kosten, die dich davon entfernen, natürlich möglichst klein sein sollten. Das sind die ersten beiden wichtigsten Kennziffern, auf die du achten solltest, wenn deine Altersvorsorge funktionieren soll. Denn wenn du beispielsweise 300, 400 Euro pro Monat zur Seite legen kannst und das über 20, 30 Jahre machst, dann willst du natürlich nicht nur 200, 300 Euro später hinten raus haben, sondern es sollte natürlich so sein, wenn du 200 Euro einzahlst, dass du hinten raus vielleicht 400, 500 oder 600 Euro monatlich auch wieder rausbekommst. Und damit du nicht einfach nur dein Geld wechselst und heute was zur Seite legst, was du später 1:1 zurückkriegst, brauchst du halt Rendite in der Zeit bis dahin, damit dein Geld für dich arbeitet und letztendlich mehr wird. Und darum ist Rendite so wichtig. Und in diesem Vertrag hier haben wir eine Fondsanlage hinterlegt, die werden wir uns aber gleich mal im genaueren Detail angucken, wo da die Rendite im Kern herkommt. Wie schon erwähnt, werden wir jetzt mal hier ein Beispielangebot uns gemeinsam angucken. Wir haben jetzt hier einen Max Mustermann, der ist am 01.05.1980 geboren und er möchte jetzt zum 01.05.2021 einen Vertrag abschließen, und zwar eben den Tarif Easy Rente Invest. Er möchte bis zu seinem 67. Lebensjahr monatlich Geld einsparen, und zwar 350 Euro. Eine wichtige Kennzahl hierbei ist noch der garantierte Rentenfaktor. Der beträgt hier 22,49 Euro. Da werde ich im Fazit gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir die Rente berechnen, die jetzt hier realistisch draus zu erwarten ist. Wichtig hier noch zu erwähnen, dass hier eine Fondsanlage hinterlegt ist. Das heißt, das Geld, was der Max Mustermann hier monatlich einzahlt, soll dann in Fonds investiert werden, die für die Rendite sorgen. Wie gut das funktioniert, werden wir uns jetzt gleich mal genauer angucken. Zuerst gehen wir aber mal auf die Kosten, die dieser Versicherungstarif über die Laufzeit hinweg mit sich bringt. Das heißt, wir werden jetzt mal hier in das Kostenblatt gehen. Gehen wir etwas weiter nach unten. Und das ist auf folgende Seite aufgeführt. So, hier. Hier haben wir die Kosteninformation. Ein Hinweis dazu. Die Versicherer sind grundsätzlich verpflichtet, beziehungsweise die Berater, die Kosten vor Vertragsabschluss offenzulegen. Leider in der Praxis fehlen diese Informationen oft in den Angeboten, die uns auch Menschen vorlegen, wo wir die Verträge prüfen sollen. Das heißt, vielfach werden diese Informationen über die Kosten, so schwer sie auch zu lesen sind, das werden wir gleich noch verstehen und nachvollziehen können, aber vielfach werden sie überhaupt nicht mit ausgeliefert. In dem Fall haben wir hier die Kosten folgendermaßen ermittelt. Und zwar, es gibt einmal die sogenannten Alpha-Kosten. Die Alpha-Kosten sind die Abschlusskosten für diesen Vertrag, für die Einrichtung des Vertrages. Die liegen bei 2,5% der Bewertungssumme. Die Bewertungssumme beträgt 109.200 Euro. Was ist die Bewertungssumme?
Die Bewertungssumme ist der hochgerechnete Betrag der 350 Euro, die unser Max hier monatlich in der Lage ist einzuzahlen, mal 12 mal Vertragslaufzeit. Diese Summe ist die sogenannte Bewertungssumme. Und bei Vertragsabschluss kann man natürlich anhand dessen, was der Maxi einzahlt, diese Bewertungssumme direkt errechnen und kommt dann auf diese 109.200. Und danach berechnen sich die Vertragsabschlusskosten. Die 2,5% bezogen auf die Einrichtung hier, auf die Bewertungssumme, machen in Euro, wir rechnen das einmal aus, 109.200 mal 2,5% machen aus 2.730 Euro. Das sind die Alpha-Kosten. Das Ganze ist hier auch aufgeführt, und zwar hier insgesamt 2.730 Euro. Diese Kosten werden über die ersten 5 Jahre, also über die ersten 60 Monate, aus dem Vertragsguthaben entnommen. Jetzt geht es weiter, und zwar gibt es hier sogenannte Beta-Kosten. Die Beta-Kosten liegen bei 9,31% vom monatlichen Beitrag. Das ist am Anfang über die ersten Jahre ein höherer Betrag und wird dann über die Laufzeit immer weniger. Wir haben den Mittelwert errechnet und kommen auf einen Betrag von jährlich 390,98 Euro. Das heißt, 390,98 Euro mal die Vertragslaufzeit von 26 Jahren sind 10.165,48 Euro. 10.165,48 Euro. Das sind die sogenannten Beta-Kosten, die hier entsprechend mit erwähnt sind in Bezug auf diese Staffel, wie ich gerade sagte, und wir haben den Mittelwert genommen der Staffel. Dann haben wir den zweiten Kostensatz errechnet. Jetzt gucke ich einmal hier in das finanzmathematische Gutachten, was wir zu diesem Angebot konkret berechnet haben, so wie wir es immer tun, wenn jemand auf uns zukommt mit einem konkreten Vertrag, sei es ein Angebot oder auch ein bestehender Vertrag, worüber wir dann ein finanzmathematisches Gutachten erstellen. Und hier können wir nämlich die Kostensätze ganz genau ermitteln. Und hierbei haben wir folgendes Ergebnis. Und zwar ist der Gesamtkostensatz, den die Versicherung hier nimmt, diese beiden Zahlen zusammengerechnet, auf die gesamte Vertragslaufzeit bei 12.896,52 Euro. Das ist also die Addierung aus diesen beiden Zahlen, und damit haben wir die gesamten Kosten des Versicherers über diese Vertragslaufzeit von 26 Jahren erfasst. Jetzt müssen wir aber noch über die Kosten der Kapitalanlage reden, sprich der dahinter geschalteten Fonds. In diesem Angebot sind mehrere Fonds hinterlegt. Wir haben hier die jeweiligen Informationen zu den Fonds. Wir haben jetzt hier die Fonds im Einzelnen aufgeführt, namentlich mit der jeweiligen ISIN-Nummer, und hier haben wir die Fondskosten aufgeführt. Diese Fonds, in dem Fall sind es 4 Stück, und die Kosten, die die Fonds haben, liegen in Summe bei 1,86% pro Jahr. Das sind sozusagen die Kosten über das gesamte Fondsportfolio, bestehend hier aus den 4 Fonds, zusammengerechnet. Wir gehen jetzt nochmal zurück und gucken uns jetzt nochmal die wesentlichen Anlegerinformationen beispielhaft von einem der 4 hinterlegten Fonds genauer an. Ich will auf einen bestimmten Hinweis hinaus oder auf einen bestimmten Punkt, und zwar steht hier zum einen, die Angaben des laufenden Fonds sind geschätzt, weil sie noch keine aussagekräftigen Daten vorliegen haben. Zum anderen steht hier, dass die Kosten, die Finanzberichte des Fonds enthalten Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Also wir erkennen, hier wird verwiesen auf andere Dinge, auf andere Unterlagen, wo nochmal genauere Kosten ermittelt werden, und worauf ich jetzt hinaus will, nicht enthalten sind Transaktionskosten. So, das ist ein Hinweis, der besagt, dass es hier noch weitere Kostenarten gibt, die eben nicht genau beziffert bzw. gar nicht enthalten sind. Und so kommen wir jetzt noch zu den sonstigen Kosten, die wir in diesem Fondsportfolio aus diesen 4 Fonds bestehend mit erfassen müssen. Und zwar sind das zum einen die Transaktionskosten, die Kosten für das aktive Management und die Kosten der sogenannten Cashlock-Falle.
Diese drei Kostenarten haben wir ermittelt, und zwar unter der Rubrik sonstige Kosten. Wir müssen uns hierbei unter anderem der Finanzwissenschaft bedienen, weil diese insbesondere Transaktionskosten sehr schwer nur zu ermitteln sind und kaum berechenbar sind. Deswegen greifen wir hier auf Studien zurück und gehen hier auf einen Mittelwert von 1% Transaktionskosten. Und 0,25% Kosten für die sogenannte Cashlock-Falle und 0,5% Kosten Renditeverlust für das aktive Management. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir neben den Fondskosten, die wir eben ermittelt haben, noch die sonstigen Kosten, nämlich die drei hier zusammen, 1,75% hinzurechnen müssen. Wenn dir das jetzt mit diesen Erklärungen der sonstigen Kosten zu schnell ging, dann werde ich dir unten in der Beschreibung nochmal die Quellennachweise verlinken, sodass du das Ganze für dich auch nochmal genauer prüfen kannst, wie sich die sonstigen Kosten zusammensetzen. Wir haben jetzt also hier 1,75% sonstige Kosten und wir hatten eben gesagt, die Fondskosten liegen bei 1,87% in unserer kleinen Tabelle. Das macht also zusammengerechnet einen Kostensatz von 3,62% pro Jahr aus, was die hier hinterlegte Fondsanlage an Kosten mit sich bringt. Das heißt, 3,62% der Rendite, die die Fonds abholen oder auf dem Markt, wo sie letztendlich aktiv sind, können nicht in der Geldanlage ankommen, weil sie durch Kosten im Vorhinein weggefressen werden. Und was das in Euro bedeutet, werde ich jetzt mal hier ebenfalls aufschreiben. Und zwar in Bezug auf die Vertragslaufzeit von 26 Jahren und den Monatsbetrag von 300 Euro. Das heißt, ein immer größer werdendes Kapital, was ja in dem Vertrag drin ist, weil ja immer wieder eingezahlt wird, wird natürlich jährlich mit diesem Kostensatz belastet. Und dadurch ergibt sich auf die Zeit gesehen ein hoher Betrag in Euro, der jetzt als Gebühr sozusagen fällig wird. Und das sind in Euro über die gesamte Laufzeit 69.000 Euro, 377,31. Das sind die Kosten der Kapitalanlage. Und jetzt haben wir die Kosten der Versicherung ermittelt und die Kosten der Kapitalanlage. Wenn du jetzt einen solchen Vertrag hast und dir die Frage stellst, ob du auch so hohe Kosten hast und wie die Kosten bei dir aussehen, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Geh auf www.tappeconsulting.de. Melde dich für ein kostenloses Erstgespräch und lass uns gucken, wie deine Kosten aussehen, damit du Klarheit darüber hast, ob du auch so hohe sonstige Kosten in deinem Vertrag drin hast. Wir werden jetzt mal in das Fazit von unserer heutigen Auswertung gehen und werden uns angucken, wie sich das Ganze jetzt in Zahlen für unseren Max Mustermann zusammensetzt. So, wir haben jetzt hier vorbereitet eine Übersicht, zwar einmal mit den Stammdaten. Unser Max zahlt 350 Euro, hat er zumindest vor, in diesen Vertrag einzuzahlen. Das Ganze über 26 Jahre bis zu seinem 67. Lebensjahr. Und das sind dann 109.200 Euro, die er hier eingezahlt hat. Kleiner Hinweis an der Stelle, wenn du für deine Altersvorsorge ähnliche Beiträge ausgeben möchtest und investieren möchtest, dann ist es bei der Summe von knapp 110.000 Euro umso wichtiger, dir im Vorhinein klar vor Augen zu führen und dir vielleicht mal eine neutrale dritte Meinung einzuholen, ob du mit deinem Geld an den richtigen Vertrag geraten bist und ob sich das Ganze auch wirklich für dich lohnt. Von daher prüfe, bevor du so viel Geld vertraglich bereit bist auszugeben. In dem Fall hatten wir jetzt errechnet, die Kosten der Versicherung liegen bei knapp 13.000 Euro auf die Zeit gesehen und die Kosten der Kapitalanlage bei knapp 70.000 Euro. Die Rendite, auf der diese Fonds investieren, der Markt, wo die Fonds investieren, liegt bei 8,55% pro Jahr. Das sind 9% vom gesamten Aktienmarkt her, abzüglich einiger Quellensteuern, ergibt sich eine realistische Marktrendite von 8,55% als Grundlage für diese Geldanlage. Aufgrund der Kosten werden allerdings 4,89% dem Kunden im Vertrag hier, dem Max Mustermann in unserem Beispiel, durch den sogenannten Effektivzinsverlust weggenommen. Das heißt, von der Rendite, von der Marktrendite, knapp 9%, gehen knapp 5% weg, sodass unterm Strich, hier steht es, 3,66% noch unten übrig bleiben. Das ist ein gutes Stückchen mehr als die Inflation, die ungefähr bei 2% im Schnitt liegt. Im Ergebnis kommt unser Max hier auf 181.000 Euro Guthaben,
was sie sich dann zum Ende der Vertragslaufzeit entweder einmalig auszahlen lassen kann, bedeutet 172.000 Euro Einmalzahlung, oder er bekommt eine monatliche Rente von 407 Euro bzw. nach Abzug von Steuern 387 Euro. Jetzt wollen wir uns noch mal angucken, wie lange muss denn unser Max seine Rente bekommen, seine Nettorente von 387 Euro, bis er sein eingezahltes Geld, also seine 109.200, tatsächlich wieder zurückbekommen hat. Und das sind, wir haben es hier vorbereitet, 23 Jahre. Ist auch relativ offensichtlich, er zahlt 350 Euro ein, über 26 Jahre und bekommt hier 390 Euro knapp raus. Das heißt, er braucht fast genauso lange, muss er die Rente bekommen, damit er sein eingezahltes Geld zurückbekommen hat. Und wenn er mit 67 in Rente geht, 23 Jahre braucht, bis er sein eingezahltes Geld zurückbekommen hat, dann ist er 90. Das heißt, er muss 90 Jahre werden, damit er sein eingezahltes Geld zurückbekommen hat. Und wenn wir jetzt noch die Inflation mit ins Gespräch bringen und davon ausgehen, dass 387 Euro Rente in 26 Jahren nicht mehr so viel Wert hat wie heute, dann wird er wahrscheinlich weit über 100 Jahre werden müssen, damit er sein eingezahltes Geld inflationsbereinigt tatsächlich zurückbekommen hat. Und es gibt einige Möglichkeiten, wie man einen solchen Vertrag verbessern kann. Und zwar in erster Linie ganz klar auf der Ebene der Kosten. Sowohl auf der Ebene des Versicherers als auch ganz klar auf der Ebene der Fondskosten. Und wenn du jetzt so einen Vertrag hast und dir die Frage stellst, sieht das bei dir auch so schlimm aus? Sieht das bei dir genauso aus? Musst du auch 23 Jahre lang Rentner sein oder mit Inflation sogar noch deutlich länger, damit du dein eingezahltes Geld zurück hast? Dann geh auf unsere Homepage www.tappeconsulting.de, informier dich über uns und dann buch einen kostenlosen Ersttermin. Mit mir oder einem Berater aus meinem Team werden wir dann zusammen mit dir auf deinen Vertrag gucken, werden uns angucken, welche Kosten bei dir im Vertrag sind und werden dir ganz klar und transparent erklären, was an deinem Vertrag gut und was schlecht ist. Mit dem Ziel, dass du für dich einfach deine Altersvorsorge auf die richtigen Beine stellst, dass du dich darauf verlassen kannst, dass alles richtig läuft und du dir keine Sorgen und keinen Kopf mehr darum machen musst. Ich freue mich auf dich, dein David.